Servus Leute, was geht und willkommen beim neuen Video. Ja Freunde, gestern ist wieder mal was richtig Schönes passiert. Nochmal kurz davor, ich werde nicht in den ganzen Details gehen, Freunde. Das hat schon alles Danny the Greek gemacht. Checkt also auf jeden Fall sein Video ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da geht er auf die ganzen Details ein, auf die ganzen Screens von Superman Dennis und da, wo er die ganzen Leute dazu aufgefordert hatte. Wie gesagt, checkt das Video von Danny the Greek ab. Link ist unten in der Videobeschreibung und ich werde jetzt nochmal selber 2-3 Sätze dazu sagen. So, was ist gestern passiert, Freunde? Der Superman Dennis ist auf die glorreiche Idee gekommen und hat sich gedacht, ey, weißt du was? Ich frage mal meine relativ jungen Fans nach Nacktbildern. Und die mit den meisten Screenshots gewinnt dann. So, Leute, da stellt man sich die Frage, ey, wie ekelhaft muss ein Mensch nur sein? Wie kann man so etwas von seinen Fans verlangen? Vor allem, er weiß ja, wie jung die sind. Und dass er trotzdem noch sowas macht. Und vor allem, er gibt den ganzen Fans ja die Hoffnung, ja, ihr seid dann später auf mein Snapchat. Ich poste das dann so. Ey, das ist so krank, ne? Vor allem die ganzen kleinen Mädels wissen nicht, was sie da machen. Die sind jung, die begreifen es noch nicht wirklich. Vielleicht erst später, wenn die es getan haben, dann checken die erst, wie dumm das von dem war. Du manipulierst deine kleinen Fans, ihnen Bilder von dir zu schicken, mit der Hoffnung, dass sie dann auf deiner Snap-Story sind. Alter, ist das dein Ernst? Du verlangst von deinen Fans, dass sie dir ihre Arschbilder schicken, nackt, und du gibst ihnen die Hoffnung, dass die dann bei dir auf der Story sind. An die ganzen Mädels, mach doch so eine Scheiße nicht mit. Ich verstehe nicht, wie Dennis das überhaupt machen konnte. Wenn ich einen Snap mache, wo ich weiß, es sind 40.000 bis 50.000 Leute und in der Story dann verlange, dass mir irgendwelche Leute ihre Arschbilder zeigen, ey, schämst du dich nicht dafür? Ey, ich würde mich im Grund und Boden schämen, wenn ich das machen würde, weil ich weiß, ey, meine ganzen Freunde sehen das, was weiß ich, wer alles das sieht und du verlangst dann noch sowas. Das ist so abartig, Leute. Nochmal an dich, Dennis. Wenn du solche Bilder sehen möchtest, ey, dann geh doch auf irgendeiner Pornoseite und zieh dir sowas rein, wenn du darauf stehst, Digga. Dann geh doch in einen Puff oder sonst irgendetwas. Aber verlang doch nicht von deinen jungen Fans, dass sie dir so etwas schicken. Vor allem, die kapieren es doch nicht mal. Die realisieren das Ganze nicht wirklich. Das Ding ist, Dennis, du hast dank deinem kleinen Bruder so eine krasse Reichweite generiert und dass du jetzt so unmoralisch damit umgehst, so dann... Ey, Digga, guck mal, denk doch mal nach. Dank deinem kleinen Bruder hast du so eine krasse Reichweite bekommen. Und die Leute haben deinen kleinen Bruder gefeiert und diese ganzen jungen Fans, die deinen kleinen Bruder lieben und ihn so süß finden, von dem verlangst du jetzt auf Snapchat, dass sie dir Arschbilder schicken sollen. So, checkst du noch irgendetwas? Ivan, komm mal her, lass mal ein Video machen. Ich brauch Klicks, du bist klein und süß. Geh mit deiner Reichweite verdammt nochmal clever um und nutze es nicht so krass aus. Nochmal kurz zum Schluss, Freunde. Ich möchte euch damit sagen, fall nicht auf solche Vollidioten rein. Vertraut nicht solche Idioten, die ihr vielleicht als Vorbild hattet. Und macht auf jeden Fall nicht bei so einer Scheiße mit, Freunde. Glaubt mir, macht es nicht. Und Dennis hat sich wahrscheinlich versucht, 1, 2 von den Mädels zu klären, die ihm wirklich diese Arschbilder geschickt hatten. Und... ich habe da auch ein paar schöne Screenshots gesehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott. Ja, Freunde, das war's auch schon. Und ich hoffe, ich konnte euch was mit auf den Weg geben, dass ihr nicht auf solche Typen reinfallt. Und an dieser Stelle nochmal danke an Haida und Klengern für euer Video. Und wie gesagt, Freunde, checkt das Video von Danny the Greek ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder irgendwann bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein.